Liebe Zuschauer von EWTN, ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Folge unserer Serie Zeugen des Glaubens. Beim letzten Mal haben wir uns genauer mit Papst Pius XII. Beschäftigt. Diesmal beschäftigen wir uns mit einer großen Heiligen des 20. Jahrhunderts, Edith Stein. Auch diesmal begleitet mich auf dieser Spurensuche der Theologe, Historiker und ausgewiesene Kenner von Selig- und Heiligsprechungsprozessen Ulrich Nersinger. Guten Tag, Herr Nersinger. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Guten Tag, Herr Rauhut. Herr Nersinger, was wissen wir über das Umfeld, in dem Edith Stein aufgewachsen ist? Sie lebt in einem tief religiösen jüdischen Umfeld, in einem Milieu, das wirklich vom Glauben geprägt ist. In der Familie wird der jüdische Glaube aktiv gelebt. Man feiert die Feste, man zelebriert die Gebete. Man ist wirklich im Glauben der Väter ist man verwurzelt, was ja für eine Familie, jüdische Familie in Deutschland, durchaus nicht üblich ist. Denn wir sehen ja, dass also in Deutschland sehr viele jüdische Familien sind, die den Glauben nicht intensiv oder nicht so leben, wie man das vielleicht glaubt, sondern da doch in einem sehr säkularen Umfeld sich bewegen und eben darauf nicht den Wert legen, wie es eben die Familie Stein macht. Und das wirkt sich ja dann auch im weiteren Leben von Edith Stein zunächst mal aus, weil sie sich ja dann auch von ihrem religiösen Judentum abwendet. Ja, das kann natürlich auch kontraproduktiv dann sein, wenn man zu sehr in den Glauben sich hineinbegibt, lebt. Und Edith Stein entscheidet sich dann schon sehr früh als junges Mädchen nicht mehr zu glauben und nicht mehr zu beten. Also sie bezeichnet sich ganz offen als Atheistin. Und das ist schon auch eine Erfahrung, die dann die Familie Stein doch tief trifft. Sie wendet sich zwar von ihrem religiösen Glauben ab, aber dennoch ist sie eine junge Frau, die viele Ideen, viele Visionen verfolgt. Wie sieht denn dann ihr weiterer Lebensweg aus? Ja, sie hat natürlich ein humanistisches Bild. Also sie will Menschen helfen. Sie sieht sich auch in die Pflicht genommen, hier anderen zu helfen und anderen dienstbar zu sein. Also es ist jetzt nicht die Abkehr auch von menschlichen Idealen. Nur versucht sie, die eben in ganz anderen Bereichen zu suchen. Das wird sich dann auch bei ihrem Studium zeigen, wo sie natürlich Fächer wählt, die eher in die Psychologie, in die Phänomenologie und auch in die Germanistik dann sich bewegen. Also Fächer, wo sie auch also mehr durch die Vernunft und der Wahrheitssuche geprägt wird. Aber bevor sie diesen ja akademischen Weg weiterverfolgen kann, gibt es ja erstmal eine Zäsur mit dem Ersten Weltkrieg, den sie ja dann auch aus der Nähe erlebt. Ja, also ihr schon frühes akademisches Denken erfährt dann eine ganz andere, einen ganz anderen, ja, wie soll man das versagen, einen ganz anderen Aspekt. Sie wird Rotkreuzschwester und sieht, dass das Leben auch sich auf anderen Ebenen bewegt. Dass man nicht nur im Geistigen oder im Intellektuellen sich bewegen kann oder Hilfestellung leisten kann, sondern dass man wirklich aktiv helfen muss, vor Ort helfen muss. Ihr weiterer Werdegang nach dieser eher praktischen Erfahrung wird dann aber die Philosophie, die sie dann ja auch weiter in Freiburg verfolgt. Wie sieht das denn dann genau aus? Ja, sie ist natürlich also von einem akademischen Input getrieben. Sie möchte natürlich unbedingt im Akademischen weiterarbeiten. Das heißt für sie natürlich Promotion und das heißt dann letztendlich auch Habilitation. Und da treffen wir natürlich dann schon auf eine große Schwierigkeit. Schwierigkeit, aber sie macht ja dann auch die Erfahrung in Bergzabern, die ihr gesamtes Leben, das sie bis dahin geführt hat, umwälzen wird. Was ist das für eine Erfahrung? Ja, sie bekommt die Lektüre der heiligen Teresa von Avila und sie beginnt die zu studieren, zu lesen. Ja, man könnte fast sagen, sie saugt sie in sich auf.
und das begeistert sie. Das macht aus ihr, ich will nicht sagen einen anderen Menschen, aber es berührt sie so stark, dass das letztendlich zu einem ganz entscheidenden Schritt führen wird. Und zwar zur Hinwendung wieder zur Religion, aber jetzt nicht nur zur Religion der Väter, sondern zur Religion, die Jesus Christus geformt hat. Und das ist also der Ausgangspunkt für ihre Konversion. Und sie möchte sich dann auch taufen lassen. Und wie stellt sie das dann an? Ja, das ist natürlich, es ist weniger für sie ein Problem oder eine Schwierigkeit, sondern es ist vor allen Dingen für ihre Familie ein großes Hindernis. Also die Familie, vor allen Dingen die Mutter, der Vater ist schon längst tot, aber die Mutter ist zutiefst geschockt. Auch die meisten anderen Anverwandten sehen darin auch einen Verrat an ihrer ursprünglichen Religion. Und das trifft schon ganz hart. Also das macht schon eine Zäsur im Leben ihrer Familie aus. Aber sie hat die Entscheidung getroffen, sie lässt sich dann taufen, empfängt dann auch relativ schnell die Firmung und sie ist also wirklich dann, sie ist überzeugt, sie muss diesen Weg gehen. Und dieser Weg ist also nicht nur durch die Emotion getragen, sondern auch durch ihre akademische Vorbildung. Also ihre akademische Laufbahn oder ihre akademischen Interessen korrespondieren mit diesem Entscheid, sich für den christlichen Glauben, für den katholischen Glauben zu entscheiden. Auf diesem weiteren Glaubensweg, den sie dann einschlägt, lernt sie auch den Jesuitenpater Erich Pschewara kennen. Und der macht sie ja mit den großen christlichen Denkern vertraut. Welche Bedeutung hat diese Auseinandersetzung oder Beschäftigung mit ja christlichen Philosophen für Edith Stein? Ja, das vertieft natürlich ihr Interesse und das macht sie auch immer stärker in ihrer Absicht, hier weiter fortzuschreiten auf diesem Weg, sowohl auf dem akademischen als auch auf ihrem spirituellen Weg. Das sind für sie auch keine Widersprüche. Also sie sieht sehr früh, dass das zusammengehört. Und wir werden später, wenn wir sehen, dass besonders eine Ausprägung einer theologischen Richtung ja dann nicht nur von ihr gelebt wird, sondern wirklich bis zur Vollendung durchgeführt wird. Sie beschäftigt sich ja in dieser Zeit einerseits mit Thomas von Aquin, andererseits mit berühmten Konvertiten. Dazu gehören unter anderem John Henry Newman. Sie studiert auch über Sören Kierkegaard. Sie selber wird dann aber als Dozentin in Münster tätig. Und einer ihrer besonderen Interessen gilt der Erziehung und Bildung auch von Frauen. Das ist vor dem Hintergrund der damals aufkommenden NS-Ideologie keine Selbstverständlichkeit und durchaus kontrovers. Nein, also auch dieser Komplex, dass sie sich also gerade für die Frauen einsetzt, sie ist eine frühe christliche Frauenrechtlerin. Denn sie hat ja die Erfahrung gemacht, dass man ihr mehr oder weniger die Habilitation nicht ermöglicht hat und vor allen Dingen nicht ermöglicht hat, weil sie eine Frau ist. Und das sieht sie. Und sie sieht natürlich dann auch jetzt in der neuen Zeit, in der Zeit des Nationalsozialismus, dass da natürlich der Staat oder die Partei ja eben dieses Frauenbild, das früher schon da war, noch weiter verstärkt. Also die Frau ist nicht dazu aufgerufen, sich intellektuell oder akademisch weiterzubilden. Und da sieht sie schon die Aufgabe, auch in Schulen und in dem weiteren akademischen Umfeld tätig zu werden und aufzuklären und zu helfen. Und zwar in einem sehr, sehr vernünftigen und sehr von ihrem christlichen Denken geprägten Art und Weise. Sie hat ja auf geniale Art und Weise verstanden, Ordenspädagogik einerseits und Weltlichkeit andererseits zu verbinden. Und trotzdem wird das dann gerade auch von dem Nationalsozialisten verboten werden. Ja, nicht nur von den Nationalsozialisten. Also sie merkt natürlich auch, dass es innerkirchlich gar nicht so einfach ist, das miteinander zu verknüpfen. Also sie durchbricht da schon in relativ vielen Bereichen, durchbricht sie Tabus oder durchbricht sie neu, oder sie geht auf neue Ziele zu. Und das ist aber schon, man kann ruhig sagen, das ist revolutionär. Aber revolutionär in einem positiven, in einem fruchtbaren Sinn. Und Edith Stein sucht ja dann aber auch immer wieder Orte, wo sie sich zurückziehen kann. Ein Ort spielt da eine ganz besondere wichtige Rolle. Das ist die Benediktinerabtei Beuren. Welche Rolle spielt das in ihrem weiteren
Lebensweg. Das ist ein erster Schritt, um Ihre Spiritualität noch weiter zu vertiefen. Und ich sage bewusst ein erster Schritt, weil sie auf diesem Weg also konsequent weitergeht. Der Erzabt der Abtei hilft ihr sehr, sich in dieser Spiritualität zurechtzufinden. Und sie geht also, sie verbleibt aber nicht in dieser Spiritualität, sondern sie geht immer weiter. Und dieser Weg wird sie dann zu noch einer anderen Ordensgemeinschaft oder zu einem anderen Ordensideal führen. Was hat sie denn letztendlich veranlasst, in den Karmel einzutreten? Ich glaube, sie hat da schon etwas gefunden, was ihr doch sehr entspricht. Also auch, weil sie im Karmel, also nicht nur das, was die Spiritualität des Karmels ausmacht, sondern auch, dass sie durchaus im Karmel ihre akademischen Fähigkeiten weiter einbringen kann und noch weiter ausbauen kann. Also es ist für sie fast eine ideale Kombination. Sie sieht Möglichkeiten, die vielleicht der Karmel noch nicht einmal selber sieht. Und in welchen Karmel ist sie dann konkret eingetreten? Sie ist in den Kölner Karmel eingetreten, der damals auch einer der prägenden Karmel war. Und sie hat ja auch einen ganz bestimmten Ordensnamen angenommen. Ja, also dieser Ordensname, das ist so schade immer, wenn sie genannt wird, wir sprechen immer von Edith Stein, aber eigentlich müsste man vorziehen den Ordensnamen, der redet ja Benedicta Cruce vom gesegneten Kreuz und dieser Name ist dann ihr Programm und wird ihr Programm, ist aber nicht nur ein einfaches Programm, sondern ein Ideal, sondern dieses Programm wird also, ja, man könnte dann fast inkarnatorischen Charakter bekommen. Also sie wird es leben, erleben und durchleben. Und das ist also eine Großartigkeit, die uns vielleicht allen gar nicht so bewusst ist. Und daher sollten wir vielleicht, wie es ja auch die offiziellen Dokumente machen, nicht nur ihren bürgerlichen Namen nennen, sondern auch den Ordensnamen. Denn diese beiden sind untrennbar miteinander verknüpft. Also Edith Stein ist dann ohne ihren Ordensnamen in der letzten Konsequenz, auch in dem Schritt, über den wir ja noch sprechen werden, nicht denkbar. Edith Stein nimmt den Ordensnamen Theresia Benedicta Accruce an. Was verbirgt sich hinter dem Namen? Ja, das ist ein Dreiklang. Wir haben drei Elemente. Das wichtigste Element ist natürlich das Kreuz. Hier folgt sie der Kreuzestheologie und das wird ja später, wird das ja auch eine große Bedeutung haben. Und die anderen Elemente sind Theresia, das ist natürlich Theresia von Avila, die Begeisterung, auch die Begeisterung durch die Lektüre ihrer Schriften. Und Benedicta ist auch eine Anspielung auf den Benediktinerorden, der sie ja auch in diese Spiritualität mit hineingeführt hat. Und ich denke, wir alle müssen uns auch viel stärker auf diesen Ordensnamen konzentrieren, wenn wir Edith Stein nennen. Wir sind alle geneigt, wenn wir von ihr sprechen, nur von Edith Stein zu sprechen. Wenn wir mal die offiziellen Dokumente uns anschauen, da haben wir immer Edith Stein und dann ihren Ordensnamen. Und ich denke, das ist wichtig, denn Edith Stein kann nicht ohne ihren Ordensnamen leben. Und auch ihr weiterer Lebensweg ist von diesem Ordensnamen geprägt. Also das ist eins. Obwohl es zwei Namen sind, ist es doch eins. Und das muss man, glaube ich, viel mehr unterstreichen. Und man sollte auch immer, wenn man von ihr spricht, durchaus ihren Ordensnamen gleichzeitig nennen. Denn ohne diesen Ordensnamen, aber auch ohne ihren bürgerlichen Namen, ist sie eigentlich nicht denkbar, für sich selber nicht denkbar, aber auch für die anderen, für die Nachfolgenden, für uns heute ist sie nicht verständlich. Sie tritt ja als Frau in den Karmel ein, aber so ganz mit ihrem vergangenen Leben bricht sie ja nicht, weil sie ja auch im Kloster dann die Erlaubnis bekommt, weiterhin wissenschaftlich tätig zu sein. Wie wir wissen, hat sie ja mehrmals in ihrem Leben den Versuch unternommen, sich in Philosophie zu habilitieren. Das ist nicht so ganz gelungen, das wollte nicht gelingen, aber dieses Habilitationsvorhaben setzt sie ja dann im Karmel fort. Sie wird ja dann an ihrem berühmten Werk Endliches und Ewiges Sein arbeiten, forschen. Dafür hat sie dann auch die Erlaubnis ihrer
Oberin bekommen. Das Buch wird ja aber erst dann später veröffentlicht werden dürfen, weil es ja ein Publikationsverbot im Dritten Reich gegeben hat. Lässt man ein wenig diesen wissenschaftlichen Aspekt, der sehr wichtig ist, beiseite, muss man trotzdem das Jahr 1936 nennen. Das Jahr 1936 stellt ja in mehrfacher Hinsicht auch eine Zäsur dar oder ist besonders wichtig. Warum ist das der Fall? Es ist der Tod der Mutter, der natürlich auch für sie eine sehr berührende Sache ist, weil die Mutter hat bis zum Schluss hat sie eben die Entscheidung ihrer Tochter nicht verstehen können. Das war für sie immer eine Sache, für die sie irgendwie nicht sich nicht, der sie sich nicht öffnen konnte. Aber mit dem Tod der Mutter, der auch bei Edith Stein natürlich etwas berührt, ist aber dann auch etwas verbunden, was die Familie weiter betrifft. Denn ihre Schwester Rosa beginnt sich auch für den christlichen Glauben zu interessieren, konvertiert und wird letztendlich auch eintreten in den Karmel. Also so ist das eine sehr wechselvolle und ja, man kann, ich will nicht sagen ein Wechselbad aber Gefühle, aber es ist doch eine interessante Beobachtung, dass sich hier in der Familie wieder Sachen ergeben, die einfach aus ihrer Überzeugung, aus ihrem Schritt zum Christentum sich dann ergeben haben. Bedeutsam ist 1936 auch deswegen, weil sie nochmal ihre Gelübde erneuert und damit ja auch bestätigt, dass sie den Weg im Karmel fortsetzen möchte. Trotzdem kommt es ja dann zu einer Umsiedlung und zwar wird sie in den Karmel nach Echt in Limburg in den Niederlanden wechseln. Warum ist das der Fall? Warum macht sie diesen Schritt? Es ist natürlich so, dass natürlich für den Kölner Karmel, der steht unter der Beobachtung der Nationalsozialisten generell, aber dann natürlich, dass dieser Karmel dann auch eine Jüdin beherbergt, denn für die Nationalsozialisten ist sie natürlich weiterhin eine Jüdin, ist natürlich nicht nur für sie eine Belastung, sondern ist Belastung jetzt in Anführungsstrichen auch für den Karmel. Und dann ihre Überzeugung, ihr Entscheid, in die Niederlande zu wechseln, hat einen doppelten Charakter. Erst einmal, dass sie selber sich auch in eine andere Sicherheit begibt. Aber es ist auch ein Schutz für den Karmel in Köln. Sie will Köln nicht mit sich selber belasten. Und so entscheidet sie sich, gemeinsam mit ihrer Schwester, dann in die Niederlande zu übersiedeln. Können Sie uns kurz in Erinnerung rufen, wie die Situation der Orden damals im Dritten Reich aussieht? Oder wie schauen die Nationalsozialisten auf Ordensgemeinschaften? Ja, sie schauen nicht nur in negativer Absicht auf sie, sondern es hat schon seit längerem dann begonnen, eine, man kann ruhig sagen, eine Verfolgung der Orden. Also auch indem man zum Beispiel auch die Orden diskreditiert, indem man ihnen bestimmte Vergehen vorwirft, Devisenvergehen vorwirft, Homosexualität vorwirft. Also Sachen, mit denen man auch dann glaubt, das Volk aufhetzen zu können oder dann auch Entwicklungen, die später kommen, indem man sich dann doch ganz konkret auf die Orden stürzt und Verhaftungen vornimmt und auch Deportationen vornimmt, will man also auch vorbereiten beim Volk. Man will sagen, das sind die Volksfeinde, also wir müssen gegen die vorgehen. Also die Situation der Orden ist in diesen Zeiten sehr, sehr schlimm. Also kein Orden kann sicher sein, weiter zu existieren, kann sicher sein, dass seine Mitglieder überleben. Nun ist ja Edith Stein nicht nur eine Ordensfrau, sie hat ja auch eine jüdische Vergangenheit. Und warum schützt sie trotzdem die Tatsache, dass sie Katholikin ist, nicht vor Repressalien? Weil einfach für die Nationalsozialisten zählt die Rasse, die Ethnie. Also einmal Jüdin, immer Jüdin, sagt, glaube ich, auch Goebbels und einige. Diesen Spruch findet man bei sehr vielen Nationalsozialisten. Einmal Jüdin oder einmal Jude, immer Jude. Also es gibt, man kann sich von diesem Makel im Blickwinkel der Nationalsozialisten, kann man sich nicht durch Konversion befreien. Das ist ein unlöschbares Merkmal, für das es keinen Ausweg gibt. Sie siedelt dann in die Niederlande
über, was geschieht dann in den Niederlanden? Ja, wir haben dann natürlich in den Niederlanden, also das Deutsche Reich macht vor den Niederlanden oder die Nationalsozialisten machen vor den Niederlanden nicht Halt. Sie besetzen die Niederlande und damit entsteht natürlich wieder die gleiche Situation. Und man sieht auch sehr schnell, dass die Nationalsozialisten gegen die Ordensleute, gegen die Katholiken vorgehen und auch natürlich gegen die Katholiken vorgehen, die von ihrer Geburt her Juden gewesen sind. Und das wollen die niederländischen Bischöfe nicht mitmachen. Und die niederländischen Bischöfe verfassen im Ende Juli des Jahres 1942 verfassten sie einen Hirtenbrief, in dem sie also mit sehr scharfen Worten und klipp und klar ihre Haltung darlegen. Und das ist eine Schrift, das ist ein Dokument, das natürlich den Nazis absolut nicht gefallen kann. Das ist ein Frontalangriff. Aber es ist von den Bischöfen, die Bischöfe sehen ihre Pflicht, das zu machen. Aber es zeigt sich dann, dass dieser Schritt eben in dieser schwierigen Zeit dann kontraproduktiv sich auswirkt. Denn die Nazis reagieren jetzt noch weitaus schärfer und jetzt beginnen die Deportationen. Jetzt werden die getauften Juden werden jetzt mehr oder weniger als Erste in die KZs transportiert. Also dieser mutige Schritt der niederländischen Bischöfe zeigt, dass es also, wie schwierig es ist, richtig zu handeln. Und viele der Bischöfe werden sich später Vorwürfe machen, das so gemacht zu haben. Es ist ein unglaubliches moralisches Dilemma der Bischöfe. Also man wird später, wenn man Briefe liest oder wenn man Stellungnahmen der Bischöfe liest, die Bischöfe verzweifeln fast an dieser Entscheidung. Ein gutes Beispiel dafür, dass dieser offene Widerstand gegen den Nationalsozialismus nicht automatisch dazu geführt hat, dass damit auch der Widerstand gegen den Nationalsozialismus insgesamt gewachsen ist, sondern es gab dann sehr starke Repressalien mit ja verheerenden Folgen. Wenn wir auf Edith Stein schauen, wissen wir aber auch, dass sie versucht hat, sie ist in die Niederlande gegangen, aber sie hat ja auch versucht, unter anderem in die Schweiz zu gelangen. Ja, das klingt vielleicht seltsam. Man denkt, ja, wie kann eine Christin, eine Katholikin, kann sich zu einem solchen Schritt entscheiden? Wie kann sie also flüchten? Wie kann sie vor einer solchen Entscheidung, sich zum Glauben zu bekennen, flüchten? Das ist aber zutiefst christlich, denn der Christ ist verpflichtet, auf sein Leben zu achten. Und wenn man das dann im Blickwinkel, wir werden das ja noch sehen, im Blickwinkel auf das Martyrium betrachten, man darf ein Martyrium nach katholischer Lehre nicht an sich reißen. Man darf nicht ein Martyrium erzwingen. Man hat die Pflicht, dem zu entgehen, außer dann, wenn natürlich das Martyrium vor einem steht, direkt vor einem steht. Dann muss man es annehmen. Aber solange die Möglichkeit besteht, diesem Martyrium zu entgehen, ist es christliche Pflicht, ist es geboten, einen Ausweg zu suchen. Wenn man das nicht tut, ist nach offizieller Lehre der Kirche, versündigt man sich am eigenen Leben. Welche Repressalien hat denn dann sozusagen das Hirtenschreiben der niederländischen Bischöfe gezeitigt? Es hat natürlich für Edith Stein und auch für ihre Schwester, führt das zur Deportation in ein Konzentrationslager. Was wissen wir über diesen letzten Wegesabschnitt? Ja, das ist, also wir wissen einiges. Über den Weg dorthin haben wir immer wieder Zeugnisse, berührende, also heroische Zeugnisse. Über den letzten Akt sind wir nur sehr rudimentär informiert. Und das wird später eine sehr, sehr große Rolle in ihrem Seligsprechungsprozess spielen. Also wir wissen, dass sie doch sehr ruhigen Gemütes, ruhigen Herzens, dieses grausame Schicksal annimmt. Wir wissen, wie ihre Geisteshaltung ist. Wir haben eine ganze Reihe von Zeugnissen. Also sie verlangt, wir haben also Briefe, wo sie dann noch verlangt, dass man ihr noch den einen oder anderen Brevierband
Mann schickt, ne, weil die darüber beten. Und der Ton der Briefe verrät, dass sie nicht verzweifelt ist, dass sie nicht jetzt vielleicht auch sogar Gott verflucht für diesen Entscheid, sondern genau das Gegenteil. Also ihr Gebetsleben intensiviert sich noch. Und es gibt sehr, sehr, sehr viele Zeugen, die sie auf diesem Weg sehen. Wir haben zum Beispiel, einer der letzten Zeugen ist auf dem Bahnhof in Schifferstadt. Und alle sagen, wir haben da eine Frau gesehen, die sehr ruhig, die sehr bedächtig ist, die viele der verzweifelten jüdischen Deportierten beruhigt, die sich um sie kümmert. Es sind sehr viele Leute, die verzweifeln, die an Selbstmord denken und alles. Und da ist sie diejenige, die auf sie einspricht, die auf sie eingeht, die sich um sie kümmert. Da haben wir eine ganze Reihe von Zeugen. Diese Zeugen werden auch später zu einem großen Teil im Seligsprechungsprozess auftreten oder man wird ihre Zeugnisse darlegen. Also wir haben eine großartige Haltung und wir können das also auf dem ganzen Weg können wir das verfolgen. Und natürlich haben wir dann den eigentlichen Tod, stehen wir dann vor der Schwierigkeit, dass wir da also kein direktes Zeugnis haben. Aber wir können ja erschließen aus den vorhergehenden Ereignissen, wie der weitere Weg gewesen ist. Wir wissen definitiv, dass sie gestorben ist. Und wo endet das Leben von Edith Stein? Es endet im Konzentrationslager, es endet in ihrer brutalen Ermordung, auch in der Ermordung ihrer Schwester. In Auschwitz? Ja. Herr Nersinger, ganz herzlichen Dank für diesen ersten Einblick in das Leben der großen Heiligen Edith Stein. Liebe Zuschauer von EWTN, das war eine weitere Folge unserer Serie Zeugen des Glaubens. Wir haben diesmal über die Ordensfrau und Heilige Edith Stein gesprochen. Auch beim nächsten Mal wollen wir uns genauer mit ihrem Leben beschäftigen, vor allen Dingen mit ihrem Selig- und Heiligsprechungsprozess und auch ihrem Zeugnis des Glaubens für die heutige Zeit. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder einschalten und wenn es heißt Zeugen des Glaubens. Auf Wiedersehen!